8. Spieltag in der australischen A-League. Der Sydney FC hat Brisbane Roar zu Gast. Klare Devise: Will man Tabellenführer bleiben, dann muss der Tabellenneunte aus Brisbane geschlagen werden. Sydney in hellblau mit der ersten Gelegenheit. 7. Minute. Der Ball läuft gut durch die Reihen bei Sydney. Mirzejewski hat eine Idee. Simon leitet weiter. Und David Carney. 1:0 für die Hausherren. Frühe Führung. Und das Tor macht der Routinier, 33 Jahre alt. Er hat in seiner Profikarriere schon bei 12 verschiedenen Vereinen gespielt. War auch schon in der Premier League aktiv. Und ist hier eiskalt vor dem Tor. Schöne Vorarbeit durch die Beine, Simon. Und dann vollstreckt Carney. Sydney weiter am Drücker. 13 Minuten rum. Und Carney wieder im Mittelpunkt. Er fällt. Und es gibt den Elfmeterpfiff. Ein bisschen unklar die Situation. Aber Alexander King, der Unparteiische, entscheidet richtig. Wir sehen es noch einmal in der Wiederholung. Zunächst denkt man, das war ein Rempler von Jacob Pepper. Aber hier eindeutig Handspiel. Völlig richtig die Entscheidung, hier auf den Punkt zu zeigen. Der Elfmeter, eine Aufgabe für Adrian Mirzejewski. Mit Wucht in die Maschen. 2:0 für Sydney. Mirzejewski mit seinem zweiten Saisontor, der ehemalige polnische Nationalspieler, mittlerweile in Down Under angekommen, mit viel Wucht ins Netz. Ansonsten gibt die Partie im Allianz Stadium aber wenig her. Der Sprung bereits in die 71. Minute. Ein harmloser Freistoßpfiff von King und dann aufgepasst. Matt Simon regt sich hier auf, gerät mit Avram Papadopoulos aneinander. Die Situation scheint dann aber geklärt. Doch das Techtelmechtel zwischen den beiden geht weiter. Und plötzlich rastet Simon aus und Papadopoulos geht zu Boden. Völlig aus dem Nichts gibt es hier eine Rudelbildung. Simon zeigt an, da ist etwas passiert. Mein Ohr. Und Papadopoulos schaut unschuldig drein. Aber wir sehen, Simon hatte recht. Papadopoulos hat ihn angespuckt. Dann geht Alexander King zum Videobeweis. Den gibt es auch in Australien. Und bestraft beide Übeltäter. Rot für Papadopoulos und rot für Matt Simon, der es nicht wahrhaben kann. Ist aber eine Tätlichkeit. Er ist Papadopoulos angegangen. Richtige Entscheidung, hier beide vom Platz zu stellen. Auf dem Platz ging es dann aber positiv für Sydney weiter. Die Entscheidung, 79. Minute. Sebastian Ryle nach der Flanke von Jordi Buis mit seinem ersten Saisontor per Kopf. Das Ding also durch, aber Brisbane Roar steckte noch nicht auf, spielte noch weiter. 90+3. Brett Holman auf Jack Hingert und der betreibt etwas Ergebniskosmetik, der Innenverteidiger. Zuletzt vor 2,5 Jahren getroffen. Hier mit etwas Mithilfe der gegnerischen Defensive. Mehr gab es dann aber nicht für Brisbane Roar. 3:1 heißt es am Ende. Die Punkte bleiben in Sydney und die Tabellenführung, die bleibt es auch.